Wenn man bedenkt, dass Galaxien schon seit Milliarden von Jahren existieren, sind galaktische Kollisionen in unserem Universum unvermeidlich. Doch befindet sich unsere Heimat, unsere Milchstraße, auch auf Kollisionskurs mit einer anderen Galaxie? Wir haben eine große Galaxie namens Andromeda in unserer Nähe, 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Tatsächlich ist sie so nah, dass wir sie mit bloßem Auge sehen können. Stellt es eine Gefahr für uns dar? Was passiert, wenn es mit unserer Milchstraße kollidiert? Und wann wird das passieren? Erst 2012 bestätigten Wissenschaftler, dass sich Andromeda tatsächlich auf Kollisionskurs mit unserer Milchstraße befand. Andromeda rast mit einer Geschwindigkeit von 110 km pro Sekunde auf die Milchstraße zu. Selbst bei dieser Geschwindigkeit wird es 4 Milliarden Jahre dauern, bis Andromeda mit unserer Milchstraße kollidiert. Und wie haben Wissenschaftler bestätigt, dass Andromeda mit unserer Galaxie kollidieren wird? Sie nutzten das Hubble-Weltraumteleskop, um die Bewegungen der Sterne in Andromeda zu verfolgen. Im Gegensatz zu dem, was Sie vielleicht denken, kommen solche Kollisionen von Galaxien im Universum recht häufig vor. Solche Ereignisse finden über Milliarden von Jahren statt. Wie können Wissenschaftler also vorhersagen, was in einer Milliarde Jahren passieren würde? Wissenschaftler erstellen anhand aktuell beobachteter Daten Modelle der beiden Galaxien und spielen das Modell oder die Simulation dann wie einen Film ab, um zu sehen, was in Milliarden von Jahren passieren würde. Wissenschaftlermodelle deuten darauf hin, dass die endgültige Galaxie, die aus der Verschmelzung von Andromeda und Milchstraße entstanden ist, eine elliptische Galaxie ohne die wunderschönen Spiralarme wäre, die beide Galaxien jetzt besitzen. Was passiert bei einer solchen Kollision mit den Sternen der beiden Galaxien? Im Gegensatz zu dem, was Sie vielleicht denken, sind die Sterne in Wirklichkeit so weit voneinander entfernt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Sterne kollidieren, sehr gering ist. Was ist mit den schwarzen Löchern in den Zentren der beiden Galaxien? Es wird vorhergesagt, dass beide nach Millionen von Jahren spiralförmig ineinander übergehen. Und was passiert mit unserem Sonnensystem? Laut Wissenschaftlern besteht eine Wahrscheinlichkeit von 50%, dass die neue elliptische Verschmelzung Galaxie dreimal weiter entfernt sein wird, als unser Sonnensystem derzeit vom Zentrum der Milchstraße entfernt ist. Tatsächlich besteht eine 12%ige Chance, dass unser Sonnensystem aus der neuen Galaxie herausgeschleudert wird. Und die wichtigste Frage, was würde in einem solchen Szenario mit den Menschen passieren? Nun, in etwa 1,5 Milliarden Jahren wäre die Sonne so hell geworden, dass die Erde einem außer Kontrolle geratenen Treibhauseffekt zum Opfer gefallen wäre und jede Spur von Leben ausgelöscht hätte. Die Menschheit wäre also schon lange vor dieser katastrophalen Kollision von Andromeda mit unserer Milchstraße tot gewesen. Auch wenn die Menschheit nicht vorherrschend sein wird, könnte die Erde immer noch da sein. Und wenn wir davon ausgehen, dass Menschen weiterhin auf der Erde existieren, was würden sie dann am Himmel sehen? Sie würden sehen, wie Andromeda am Himmel der Erde größer wird und sich schließlich von Horizont zu Horizont ausdehnt. Wäre das nicht schön? Wenn Sie dieses Video interessant finden, klicken Sie auf die Schaltfläche "Gefällt mir" und vergessen Sie nicht, Orbit Deutsch zu abonnieren. Klicken Sie auf das Glockensymbol, um auf dem Laufenden zu bleiben, während wir viele weitere Geheimnisse enthüllen. Orbit. Jenseits des Blaus.